Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Need for Speed Most Wanted, dem Original. Ja, jetzt 3 Tage nach dem letzten katastrophalen Ende habe ich mir gedacht, da muss jetzt noch mal ein bisschen was gehen. Ah, war das eine Schande, eine Blamage, wie auch immer. Wir gehen es heute noch mal an, machen das Beste draus, hoffe ich mal. Und dann werden wir hoffentlich Vierter. Und wir rücken ja unserem lieben Feind immer näher. Zentrale Delta 14. Ich habe hier einen Verdächtigen, der auf eure Beschreibung passt. Stand by. Ich Und checke sein dann Kennzeichen. werden wir den auch hoffentlich bald Fahrzeug schnappen. ist ein silberner Mercedes. Fährt mit zu hohem Tempo und wird immer schneller. Aber erst müssen wir hier noch ein Prellen bisschen und alle Kopfgeld Einheiten, wir erhöhen auf Alarmstufe 4. uns so eintreiben. Unser Hase hat gerade jemanden gerammt. Sieht aber nicht weiter schlimm aus. Bisschen Sachschaden und so Prellen werden aber verursachen. nicht genehmigt. Schlagt zu, sobald sich eine Chance ergibt. Zentrale, schickt alles, was ihr habt. Alle Prellen. Ich verliere ihn. Okay, verstanden. 2 Delta 14. Einheiten haben sich gemeldet Gemeldet und unsinn sind unterwegs. unterwegs. Wow, da sind wir schon. Okay, ich nagel den Typen fest. Alle Einheiten zurück, sofort. 36, Verdächtiger hat meinen Wagen gestreift. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich kann ihn nicht überholen. Echo 11, bin 1023. Was nicht da? Ah, okay. Nur minimale Schäden. Er ist direkt in die Bisschen. Einsatzfahrzeuge gekracht. Bravo 2-8, wir haben eine Straßensperre errichtet. Alle Infos findet ihr auf eurem Bildschirm. Hey, hey, hey. Wieder gleich so ausbremsen wollen. Ah, Idiot. Folien blockiert ihn. Versucht die Schäden in Grenzen zu halten. Ups, ich glaube, ich mache hier gerade einen ziemlich krassen Fehler. Oh Gott, was mache ich denn hier für eine Scheiße gerade? Kann mir das mal jemand erklären? Zentralen, Verdächtiger hat uns seitlich gestreift. Ja. Das wusste ich. So, jetzt gib mal Gas hier. Ich muss hier wegkommen. Danke. Ja. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Moss auftanken hier. Dun 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 So sieht's aus. Wenn, dann schieb schon ich euch an den Straßenrand. Bravo 3-2. Verfolgung läuft. 10-23. Kommt's denn jetzt auf einmal alle her? Dun. Der Kerl richtet eine Menge Schaden an. Müssen die Sache beenden. Dun, dun. Negativ, bleibt in Formation. Wiederhole, dun. Bleibt in Formation. Dun, dun, dun. So, 25.000 haben wir schon wieder. Zentrale, schickt jeden Bürger Freiheit. Wir brauchen jede verfügbare Hilfe. Verstanden, Sierra 26. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Dann lasst die mal kommen. Ups, den bekomme ich sowieso nicht mehr. Dann drehen wir dabei mal kurz eine Zwischenrunde hier durch. Ja, er rast mitten über den Campus. Die Feuer gleich wieder überkommst. Und tschüss. Ja, wenn ihr da schon eine hier steht, hat euch keiner auch geschafft. Ups, das könnte wieder ein bisschen problematisch werden. Aber solange es uns nicht überschlägt. Er ist vorbei, sind immer noch Code 3.
Und es leckt ziemlich, jetzt geht's wieder. So. Vorne haben wir unsere nächsten Opfer. Achtung, Verfolgergruppe! Einsatzleitung erhöht Status auf Alarmstufe 5. Ja, Mann. Ich muss es der da abbremsen. So, 17 haben wir schon. Ich habe die Unterstützungseinheiten verloren. Ist noch jemand verfügbar? Ja, ja, in einer Minute. Haltet durch. Einheiten sammeln sich an eurer Position. Sind nur noch ein paar Meilen von euch entfernt und müssen in 60 Sekunden da sein. Zack. Er ist durch die Straßensperre gerast. An alle Verfolgereinheiten, treibt ihn ruhig in unsere Richtung. Wir haben die Straße gesperrt. Ja, das mag was heißen. Sierra 1, bestätige. Nähere mich schnell und mit mehreren Einheiten. Bleibt dran. Haben eure Verstärkung in Sicht. Sind jeden Augenblick bei uns. 1075, sobald ich ihn überholen kann. Melde mich, stand by. Oh, die sind schon ein bisschen hartnäckig. Wir können ihnen das Zeug zurückfallen. Wir kommen jetzt runter. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Okay. Also jetzt wird es sich wieder lohnen, abzuhauen. Identifiziert. Wir haben ihn. Jetzt hätten wir wieder genug Kopfgeld und Meilenstein hätten wir auch. Aber jetzt kommt dann erst nochmal fett die Verstärkung. Was natürlich nicht so toll ist. Und ich habe das Gefühl, dass meine Tastatur schon wieder spinnt. Ich steck mal kurz das Aufladekabel hier ein. Jetzt muss ich aber mich mal kurz hier den ganzen Zeug hier wegtun. Da ein Aufladekabel flackt da unten irgendwo. Aufladekabel müssen wir direkt am PC einstecken, weil sonst reicht's nicht ganz. Uno momento, haben wir gleich. Zack. Drin ist es. Dann die Tastatur dazu. So. Angesteckt ist er. Dann würde ich sagen, richten wir uns nochmal alles perfekt her. Nehmen wir nochmal einen Schluck. Und dann kann es eigentlich weitergehen. Zulu 12, erbitte schnellstmöglich Lagebericht. Ach du Scheiße. Wir versuchen dran zu bleiben. Brauchen eventuell noch eine Einheit. Eine, ja. Jetzt braucht ihr zwei. Und für Zugriff bereit halten. Drei. Korrigieren. Ich komme nicht an ihm vorbei. Standby, sollten wir was anderes probieren. Ja, mit Zirbe so scheiße fahrt. Ich finde die Autos viel leichter zum umschmeißen als die anderen, weil ich finde die sind flacher. Geht leichter. Auf alle Fälle. Ich hab ihn. Okay, wir bremsen ihn aus. 1075 genehmigt. Warte auf mein Zeichen. Wo wollen Sie es diesmal schon wieder hinsetzen? Da vorne. Oh. Vorne auf zwei Rädern. Jetzt Charlie 15. So, einen Fahrzeugkontakt glaube ich noch. Wir haben die Strecke vor dem Verdächtigen abgesperrt. Verfolgereinheiten, versucht ihn nach links zu drängen. Wir haben ein paar Nagelbänder für ihn ausgelegt. Oh, es war wohl ein bisschen zu weit links, ne? Der Fahrer ist nicht über die Nagelbänder gefahren. Okay, das hat nicht geklappt. Wir brauchen eine neue Straßensperre für den Verdächtigen. 1039, wir drehen jetzt raus. So. Sichtkontakt verloren. Ja, das wäre mir auch ganz recht. Wir haben ihn! Wir
Schon wieder einen kaputt gemacht. Er ist ohne Probleme da durchgebrochen. Er ist durch. Hier ist Sierra 1. Wir haben den Einsatz verfolgt und vorsichtshalber auf dem wahrscheinlichen Fluchtweg eine Sperre errichtet. Oh, das könnte jetzt ein Problem werden. Die Chancensteuer hat nicht funktioniert. Verdächtiger ist weiter flüchtig. Okay. Er hat gewendet. Fahren jetzt entgegengesetzte Richtung. Oh, das sind auch ein paar. Aber alles meine Freunde. Ui. Was machen wir denn wieder? Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Verfolgereinheiten, Achtung. Wir haben eine Straßensperre vor euch errichtet. So, schön langsam. Werden es dann wieder eine neue Ladung holen wollen. Bis dahin müssen wir verduftet sein. Ich hab keinen Bock auf alle Fälle diesen ganzen Scheiß, was wir jetzt schon wieder verdient haben, wieder zu verlieren. Machen wir mal schnell darüber ab. Verdächtiger verloren! Schickt Einheiten aus, die das Gebiet durchkämmen! Bestätige, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung, auf dem Campusway. Wir sperren den Stadtteil ab, aktuelle Infos folgen. Braucht ihr nicht, ich bin hier schon weg. Hier ist Charlie 15. Wir hängen vor unserem Zielsektor in einem 1043. Melden uns wieder. John. Genau 1 Million, wie geil, und alle Meilensteine, ist das geil. Na? Ich mag's halt nur rund. Hey, jetzt ist die Nummer 4 der Blacklist dran. JV ist beim Publikum echt beliebt. Mach ihn schnell fertig und weiter geht's. Lass es nicht zu lange dauern. Nein, ich bin immer relativ flott. Und das in jeder Hinsicht. So. Speichern. Jawohl. Ja, weiter. War genau das war. So. Was braucht denn der gute Freund? Machen wir ihm. Das besorgen wir ihm. Oh ja, die schöne Dodge. Viper. Das Billige gegen das Teure. Der gute Fahrer gegen den JV. Ja, das soll man ein bisschen davon ziehen. Ich hab's eh nicht so gern, wenn direkt vor mir einer ist. Dem Auto fahre ich viel lieber als mit diesem blöden Mercedes da. Da hat man gleich ein ganz anderes Fahrgefühl. Okay. 25 km/h glaube ich am Vorsprung oder so. Oh. Da geht's aber auch ziemlich durcheinander durch. Noch passt alles. Jetzt habe ich zu wenig Nass. Aber reicht auch noch. 50 km/h. Muss man bloß mal noch überholen.